Ich freue mich sehr, euch zu einer neuen Folge Dragon Age Origins begrüßen zu können. In der letzten Folge haben wir von Matthias oder Matthias den Auftrag bekommen, seine kleine Tochter zu retten, die sich hier in dem Forscherturm aufzuhalten scheint. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Es ist eine unheilvolle Stimmung auf jeden Fall. Wir schauen mal. Wie ihr meint. Okay, das Spiel speichert schon mal. Und ich bin sehr gespannt. Todeswurzel. Ich werde es tun. Elfenwurzel. Wie sieht denn das eigentlich mit Umschlägen, Wundumschlägen und sowas aus? Wir können theoretisch noch welche herstellen. Wir haben jetzt nicht mehr unendlich Fläschchen. Wundumschläge, ja, gut, dann. Zwei schwache noch. Wir werden hier auf jeden Fall schon mal fleißig eingedeckt mit Kräutern. Okay, und wir lassen mal vielleicht mal wirklich Alistair vorgehen. Denn ich vermute mal ganz stark, dass wir gleich kämpfen müssen. Ja, da geht's auch schon los. Wir haben einen Staubgeist. Okay, dann schauen wir doch mal, wie sich das Ganze hier verteilt. Ich weiß nicht, ob wir die in Schlaf versetzen können. Oh, das interessiert die recht wenig, wie es aussieht. Gut, was haben wir noch für Möglichkeiten? Natürlich die ansteckende Bombe. Oder packen wir die mal auf den. Und greifen dann mal mit vereinten Kräften den an. Wir gehen, machen hier den Kältekegel. Im besten Fall treffen wir nicht Ogryn. Ich bin soweit. Sehr gut, das hat doch schon mal gut geklappt. Wie sehr gesagt, schön. Erstmal wieder reinkommen. Du kannst nicht gewinnen. Du wolltest es so. Ja. Kein guter Tag, was? Kodex aktualisiert. Aschegeist. Als Andrastes Asche versteckt wurde, stürzten sich laut Legende, einige ihrer engsten Anhänger freiwillig ins Feuer, um als ruhelose Seelen ihre letzte Ruhestätte auf ewig bewachen zu können. Ob es nun die Geister von Andrastes Anhängern sind oder nur Geister aus dem Nichts, jedenfalls ist der Tempel, in dem die heilige Urne liegt, voll mit ihnen. Ein Aschegeist entsteht aus einer verbrannten Leiche und ist ein mächtiger Gegner, denn er kann zuschlagen und seine Feinde ersticken, während er selbst gegen physische Angriffe nahezu immun ist. Selbst wenn man ihn erfolgreich zerstört, kann er später wieder neu entstehen. Die beste Methode gegen solche Wesen sind magische Angriffe und da vor allem Wind und Eis. Na gut, da haben wir doch mit Eis eben schon mal ganz gut dagestanden. Aschegeister können kleine Wirbelstürme erschaffen, die verheerende Folgen haben, wenn man ihnen zu nahe kommt, und ihre Berührung verzehrt den Getroffenen. Okay. Oh, Ring des Erntefestes für Krieger mit Stärke, Geschicklichkeit und Angriff. Außergewöhnlicher Jadestein, ein blaugrüner Stein mit einer Oberflächenstruktur wie eine Schildkrötenpanzer. Gut, die Truhe, die können wir jetzt gerade nicht öffnen, weil wir Leliana nicht dabei haben. Aber wir schauen mal eben nach dem Ring, ob der vielleicht was für Ogryn oder Alistair sein könnte.
Naturschaden. Okay, ich glaube, dann nehmen wir mal den. Tauschen wir den mal aus. Weil da ist Geschicklichkeit drauf. Seltsam. Naja, gut. Steht ja auch drauf für Schurken oder Krieger. So, Buch. Das Tagebuch des Verzauberers Wilhelm. 13. Pluitanis. Die Befragung des Dämons verläuft gut und ist ausgesprochen faszinierend. Vorausgesetzt, er sagt mir die Wahrheit. Ich habe all meine bisherigen Ergebnisse an den ersten Verzauberer Arden geschickt, der trotz seiner Sorge um meine Sicherheit nicht der Meinung ist, dass es einen Grund gibt, bereits aufzuhören. Ich hoffe nur, dass die Templer nicht herausfinden, was ich hier mache. Wie sollen wir jemals eine andere Möglichkeit finden, mit dämonischer Besessenheit umzugehen, wenn uns die Kirche keine Forschung gestattet? Der scheint sich hier ja mit sehr gefährlichen Experimenten abgegeben zu haben. 20. Eloviesta. Der kleine Matthias ist heute erneut fast hier heruntergekommen und dieses Mal hatte ich vergessen, die Barriere aufrechtzuerhalten. Ich denke, ich sollte die Verteidigungsmechanismen so einstellen, dass sie alle von meinem Blut verschonen. Ich nehme es lieber in Kauf, dass der arme Junge in das Labor stolpert, als dass er durch meine Vergesslichkeit in den Tod findet. Der arme Junge, er will nur wissen, warum sein Vater so viel Zeit unterhalb des Turms verbringt. Ich schwöre, dass ich schon bald mehr Zeit mit ihm verbringen werde. 28. Eloviesta. Moment, sind wir jetzt schon wieder ein Jahr? Ach nee, ich dachte schon. Shale verhält sich merkwürdig. Ich frage mich, ob ich meine Experimente an dem Golem nicht vielleicht beenden sollte. Ich bin mir sicher, dass ich kurz vor einem Durchbruch stehe. Ah, vielleicht ist es das Beste, wenn ich mich auf den Dämon konzentriere. 2. Matrinalis. Fast wäre es dem Dämon gelungen zu entkommen. Er ist raffiniert. Ich muss vorsichtiger sein. Der junge Eamon hat mich in einem Brief gebeten, nach Redcliffe zurückzukehren. Ich werde es in Erwägung ziehen. Bald. Ah, okay. Wilhelm kommt ursprünglich aus Redcliffe. Vielleicht war er ja mal Hofverzauberer oder so. 11. Matrinalis. Ist das möglich? Was für eine faszinierende Entdeckung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Dämon versucht hat, mich unter allen Umständen davon fernzuhalten. Oder hat er mich zu dieser Information geführt, indem er vorgab, sie mir vorzuenthalten? Ich muss die Wahrheit wissen. 19. Umbralia. Ich denke, es ist an der Zeit, den Dämon loszuwerden. Es ist zu gefährlich, ihn weiter festzuhalten. Außerdem kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er Einfluss auf den Golem nimmt. Oder liegt es an meinen Experimenten? Ich werde versuchen, Shale vorerst zu deaktivieren und mich dann ein für alle Mal des Dämons entledigen. An diesem Punkt muss es enden. Es gibt keine weiteren Einträge. Okay. Also, es gab ein Experiment mit einem Dämon und einem Golem. Der Golem steht draußen. Was ist mit dem Dämon? Ich bin gespannt. Oh, wow. Da sind wieder diese Kristallklumpen. Die nehmen wir alle mit. Sind wir jetzt unter einem Baum? Sieht so aus, ne? Als würden da die Wurzeln tief in die Erde reichen. Ja, hier geht's dann auch weiter. Alles da, geh mal vor. Du bist noch nie auf einen Baum geklettert. Katzen sind doch gerne oben im Geäst. Da ist die kleine Amalia. Und Kitty. Oh, schau, da ist jemand zum Spielen. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Okay, die Kleine verhält sich seltsam und ich vermute, sie ist vom Dämon besessen. so wie der Connor. Wer ist wir? Sie und ich natürlich. Oder seht ihr hier noch jemanden?
Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Hier. Ja, die beiden unteren sind wahrscheinlich passend. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass sie darauf reagieren wird. Ich kann nicht mitkommen. Kitty sagt, sie kann hier nicht weg und ich werde sie nicht verlassen. Sie wäre ganz allein. Du bist so freundlich, Amalia. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest. Ah, die Katze ist vom Dämon besessen. Nein, lass mich in Ruhe, Kitty! Nichts, was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt nur mich. Ich bin ihre Freundin. Und ihr seid nur eine Fremde. Okay, wir fragen eine Fremde, die euch überaus interessant findet. Wir können uns ja mal noch eine Zeit lang etwas neutral halten. Oh, hast du das gehört, Amalia? Ich habe noch eine Bewunderin. Das liegt daran, dass du so wunderbar bist, Kitty. Ich bin seit Jahrzehnten in dieser Kammer gefangen, von jedem Kontakt mit der Außenwelt abgeschnitten. Das kann einen wahnsinnig machen. Befreit mich, Sterblicher, und überlasst mir das Mädchen. Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen. Okay, schwierige Entscheidung. Es war auf jeden Fall gerade mal ganz gut, dass wir so ein bisschen uns, ja, noch nicht zu sehr gegen sie gewandt haben. Dann erfahren wir nämlich noch ein bisschen was. Euch das Mädchen überlassen? Wollt ihr von ihr Besitz ergreifen? Glaubt ihr nicht? Er wird merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich treffe mit Ostkeichen keine Abmachungen. Glaubt ihr nicht, er wird merken, dass etwas nicht in Ordnung ist? Sterbliche lassen sich oftmals von der Hoffnung blenden. Sie sehen, was sie sehen wollen. Wenn der Vater hofft, seine Amalia lebend und unbeschadet wiederzusehen, wird vielleicht genau das passieren. Also gut, dann sagt mir, wie ich euch befreien kann. Überreden, lügen. Ich werde euch befreien und das Mädchen könnt ihr auch haben. Ich lasse euch gehen, aber ihr müsst das Mädchen in Frieden lassen. Keine Abmachung, ich nehme das Mädchen mit. Also wir sind Überredungsmeister. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich klappen. Die Frage ist nur, was haben wir dann vor? Also was ist die List dahinter? Okay, wir können es ja mal mit der List versuchen. Danke. Ihr seid sehr großzügig. Die Schutzmechanismen des Magiers halten mich in dieser Kammer fest. Und nur ein Sternenweg, wie man die Schutzmechanismen deaktiviert. Aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht habt ihr Erfolg, wo das Mädchen gescheitert ist. Oh, das ist ja so aufregend. Kitty wird frei sein. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Okay. Wir haben übrigens, hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, jetzt wieder, dass alle Erfolge neu auftauchen, weil das Profil leider gelöscht war. Also wundert euch nicht, dass wir jetzt den Silberzungen-Erfolg bekommen haben. Ich mag es, wenn Kitty mir was vorsingt. Okay, können wir denn jetzt hier noch irgendwie was rausfinden? Also die Barriere lässt sich öffnen, indem wir hier wahrscheinlich irgendwie ein Rätsel lösen. So viel habe ich verstanden. Wir machen mal gerade einen neuen Save. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Entscheidung sich jetzt auswirken wird. Ich bin immer noch gefangen. Was ist los? Brauchen etwas Vater Zeit. Vater mag keine Katzen. Aber er kennt ja Kitty noch nicht. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? So. Okay, wir haben drei Plattformen, die wir bewegen können. Sehr schön. Bodenfliese.
Ja. Kitty ist meine beste Freundin. Ah, okay, das springt über. Ich werde es tun. Okay, ich habe es noch nicht so ganz kapiert. Ah, doch, da ist auf der Bodenfliese ist jeweils noch ein Pfeil zu sehen, der in eine bestimmte Richtung zeigt. Dieser Pfeil zeigt sehr wahrscheinlich an, wo das Feuer überspringt. Das heißt, wenn wir jetzt... Wo wollen wir denn hin? Wir wollen auf die Seite. Okay, das ist kein schweres Rätsel, so von der Logik her zumindest gerade mal nicht. Aber... Sehr schön. Erzähl mir eine Geschichte. Okay, das geht in die Richtung. Das ist nicht so sinnvoll. Betrachtet es als erledigt. Oh, nee, brennen wollte ich eigentlich nicht. Sehr schön. Oh, es ist eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Ich frage mich ja, ob Amalia schon besessen ist. Ich meine, wir hätten ja auch... Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Ich meine, wir hätten ja auch fragen können, ob sie die Kleine gehen lässt, aber... Mit Dämonen ist halt nicht so einfach zu verhandeln. So, Kitty ist meine beste Freundin. Okay, Moment, Moment, Moment. So, das rüber. Nee, das macht auch keinen Sinn. Die macht keinen Sinn, die macht keinen Sinn. Eigentlich macht... Ich werde es tun. Ist das das Einzige, was irgendwie sinnig erscheint? Erzähl mir eine Geschichte. Autsch. So? Sehr schön. Autsch. Der? Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Ich finde das immer wieder so atmosphärisch mit diesen Dämonen. Das ist so. Es ist so richtig schön unheilversprechend und gruselig. Weil man halt nie weiß, wie das Ganze ausgeht. Okay, hier geht's jetzt wieder nicht weiter. Das ist eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Sehr schön. Ich werde es tun. Bin gerade mal echt gespannt, ob wir das Rätsel gelöst bekommen. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Das dein, das dein, Ich bin nicht so gut in solchen Rätseln. Oh, es ist eine Blume. Eine Narzisse? Wir wollen ja eigentlich nach unten, also... Sehr schön. Wir wollen den austauschen... Oh, steht doch nicht im Feuer. Ich hatte schon immer eine Katze. Und okay, Kitty ist wir machen, sagen mal, die sollen die Position halten. Genau. Dann fackeln wir euch nicht an.
Ich werde es tun. Oh, es ist eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Wird erledigt. Schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Wie ihr meint. Ich werde es tun. Da ja, sind wir dann hier verkehrt. Ach, Mensch. Wie ihr meint. Ah, okay. Oh, es ist geht eine mal Blume. Bitte dahin. Eine Narzisse? Ich mag so. Narzissen. Klicke ich euch auch nicht aus Versehen an. Ich meine, später im Spiel werden wir sowieso noch ein paar Rätsel haben, also. So, ich möchte, dass du nach da oben kommst. Ah, Mann. So. Okay. Ich habe an die Sonne gedacht, Dummerchen. Sehr schön. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Boah, das ist echt nicht so einfach. Wie kriegen wir die vertauscht? Erzähl mir eine Geschichte. Ich werde es tun. So. Na gut, aber dann haben wir das zwar so richtig, aber wobei, vielleicht klappt das ja. Kitty ist meine beste Freundin. Wird erledigt. Ich werde es tun. Wird erledigt. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Ja, jetzt passt die halt noch nicht. Betrachtet es als erledigt. Ich mag es, wenn Kitty mir was vorsingt. Wird erledigt. Ich meine, vielleicht müssen wir auch noch mal einen Umweg machen. Wir können hier nicht direkt rüber. Dass wir das quasi nach da packen müssen. Wie ihr meint. Wird erledigt. Vater mag keine Katzen. Aber er kennt ja Kitty noch nicht. Da. Oh. Oh, sehr schön. Wie ihr meint. Wird erledigt. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Sehr schön. Wie ihr meint. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Wie ihr meint. Nee, so wird das auch nicht. Erledigt. Wir haben halt keinen mehr. Doch den haben wir noch, der nach rechts geht. Sehr schön. Aber. Erzähl mir eine Geschichte. Wie ihr meint. Ich werde es tun. Hoch konzentriert hier. Sehr schön.
Wird erledigt. Kitty ist meine beste Freundin. Sehr schön. Betrachtet es als erledigt. Bei so einem Rätsel ist es halt auch gut, wenn man ein bisschen vorausdenken kann. Das fällt mir schwer. Betrachtet es als erledigt. Ja, aber das wird ja auch nichts. Wir brauchen ja zwei, die nach rechts gehen. Und wir haben nicht zwei, die nach rechts gehen. Das heißt, ich glaube, meine Idee wird so nicht funktionieren. Wir haben noch einen, der nach rechts geht. Das heißt, der muss eigentlich dahin. Und der muss dahin. Aber er kennt ja Kitty noch nicht. Wird erledigt. Nee, wir haben ja... Wenn wir nur einen haben, der nach rechts geht... Ach du meine Güte. Okay, vielleicht ist das hier auch nicht richtig. Vielleicht müssen wir... Ach du... Wie ihr meint. Einen von denen nach oben holen. Ich werde es tun. Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Wird erledigt. Unten links vielleicht? Von links haben wir auch noch ganz viele. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Wie viele haben wir denn nach rechts? Ja, genug eigentlich auch, ne? Mhm. Ich bin etwas überfragt gerade. Ich mag es, wenn Kitty mir was vorsingt. Eins, zwei, drei. Die drei. Nach so, wenn wir jetzt bis jetzt hin... Warte mal. Ah, nein, 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 nein. So nicht, sondern so. Ja, dich brauche ich hier halt gar nicht. Eine Blume. Eine Narzisse? Ich mag Narzissen. Betrachte das als erledigt. Wie ihr meint. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Kitty ist meine beste Freundin. Ich werde es tun. Ja, toll. Jetzt haben wir die hier zwar, aber jetzt fehlt uns hier noch einer. Kitty ist meine beste Freundin. Aber das kriegen wir vielleicht hin. Wird erledigt. Sehr schön. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Sehr schön. Wird erledigt. Ich mag es, wenn Kitty mir was vorsingt. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Ich spüre, wie die Magie nachlässt
Oh, ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlt, nicht gefangen zu sein. Kitty, was geschieht mit dir? Etwas Wunderbares, meine Liebe. Für uns beide. Ich sagte, ich würde euch befreien. Von am Leben lassen war nicht die Rede. Verrat! Ihr werdet das Mädchen nicht mitnehmen. Sie gehört mir! Kitty, du machst mir Angst. Ich lasse dich nicht in mich rein. Das mache ich nicht. Gut, sie läuft weg. Das ist gut. Und dich kriegen wir doch umgehauen, oder? Ich meine, gut, jetzt ist sie natürlich befreit. So, Kitty. Sie heißt weiterhin Kitty. Das ist lustig. So, ein Stufenaufstieg können wir leider gerade nicht machen. Morrigan. Kannst du mal hier die Jungs ja, wobei erst in Position bringen die Jungs und dann machen wir hier mal den Fluch der Verwundbarkeit drauf. Sehr schön. Morrigan. Wie ihr wünscht. Versuchen wir mal. Oh, okay. Umgefallen. Okay, wenigstens einer ist schon mal eingefroren. Wie ihr meint. Wir wirklich kämpfen müssen. Kitty. Kitty bekommt eine eisige Umarmung. Und ja, Fluch des Gebrechens, wenn er denn durchkommt. Ja, das hat geklappt. Morrigan bekommt einmal Heal. Oh, da ist es schon tot. Okay. Das war nicht so schwer. Helm von Honlith. Ein schwerer Helm. Oh, plus 2 auf alle Attribute, nicht schlecht. Kordel der geplatzten Träume. 3 Willenskraft und 10 mentale Widerstandskraft. Okay. Aufstieg für Alistair. Ich glaube, es hatte jemand geschrieben in den Kommentaren vor einigen Jahren. Vielen Dank dafür, falls du heute wieder zuschaust. Dass wir nicht mehr als 32 Stärke mit Alistair brauchen. Dass sich aber wohl, jetzt muss ich gucken. Geschicklichkeit noch lohnen würde. Konstitution oder Willenskraft? Nee. Also höhere Chance, Angriffe auszuweichen, finde ich schon mal nicht schlecht. So, was lernen wir mit ihm jetzt noch? Also stehlen muss er nicht können, Fallenbau muss er eigentlich auch nicht können, Giftherstellung. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, oh, überleben. Nee. Gut, dann am ehesten vielleicht noch Fallenbau. Oh, okay. Und dann haben wir jetzt hier seine Templerfähigkeiten. Das ist sehr praktisch, das mit dem Bannen.
Befreiung. Der Krieger nimmt eine entspanntere Haltung ein, wodurch er weniger bedrohlich erscheint. Dadurch... Nee, das wollen wir nicht. Zwei Waffen wollen wir nicht. Bogenschießen wollen wir nicht. Waffe und Schild. Ja, Gegner zu Boden werfen ist auch nicht unbedingt schlecht. Also das könnte noch hilfreich sein. Aber ich glaube, wir gehen mal auf die Templerfähigkeiten. So, und dann gucken wir gerade mal noch ins Inventar. Da hatten wir ja den Helm bekommen. Ist ja ein schwerer Helm. Hat halt leider nicht so viel Rüstung. Ah doch, unten hat er den... Ogren wird sich bestimmt freuen. So. Na gut. Ja, doch. So, dann... Die Kordel der geplatzten Träume ist nur für Magier. Okay. Dann gehen wir doch mal zurück und ich hoffe, dass das Mädchen befreit werden konnte. Aber sie scheint ja weggelaufen zu sein. Gut, dass sie das nicht mitmacht, was der mitgemacht hat, was der Dämon vorhatte. Oh, ich mag, wie stark unsere Gruppe inzwischen ist. Das gefällt mir. So, die Truhe können wir leider nicht öffnen. Da müssen wir dann vielleicht später nochmal wiederkommen. Mit Liliana. Wird erledigt. Okay. Da ist das Mädchen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie befreit. Tausend Dank. Es tut mir leid, dass ich fortgelaufen bin, Papa. Ich hatte solche Angst. Schon gut, mein Schmetterling. Jetzt bist du sicher. Die bösen Wesen sind alle fort. Der Befehl für Shales Aktivierung lautet Diolen Harn, falls ihr das verdammte Ding immer noch wollt. Ich an eurer Stelle würde davon Abstand nehmen. Wir sollten jetzt gehen, und zwar schnell. Nochmals danke. Wir schulden euch unser Leben. Super. Ach, das ist doch schön. Hier steht jetzt, genau, Quest aktualisiert. Als Dank für die Rettung seiner Tochter hat dir Matthias den korrekten Aktivierungsbefehl für den Golem außerhalb des Turms gegeben. Danach hat er sich mit Amalia auf den Weg gemacht. Super. Also, dann können wir jetzt Shale reaktivieren. Und ich freue mich darauf, das in der nächsten Folge zu machen. Es war eine sehr spannende Folge. Das war wieder sehr, sehr atmosphärisch mit der Dämonenkatze. Ja, diese Succubi, die sind schon sehr, sehr, sehr tückisch. So, wir gehen wieder nach draußen. Ja, hier lohnt es sich definitiv nochmal herzukommen. Ich habe gleich drei Truhen gesehen, die wir noch öffnen können. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der Aktivierung von Shale, unserem neuen Begleiter. Bis zum nächsten Mal.